So, da sind wir wieder zurück mit Tomb Raider. Wir sind im Palast des Midas. Genau, hier habe ich aufgehört, ohne groß zu wissen, was ich jetzt eigentlich nochmal vorhatte. Ich glaube, ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Just Chatting. Twitch hat auch die Kategorien geändert. Wie das heißt, in Real Life gibt es gar nicht mehr. Wieso wird mir das dann vorgeschlagen als... Alter, also was sich auch geändert hat, sorry, aber was sich auch geändert hat, ist, dass der ganze Channel überschwemmt wird mit Bots. Das finde ich ziemlich lächerlich. Also was ich hier... Oh, nein, 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 was... Aha, wieso rennt der? Nein, nicht rennen, ich kann nichts mehr machen. Wieso rennt... Ja, jetzt bleibst du stehen, das finde ich ja toll. Komisch, irgendwas war kaputt. So. Ich muss mich gerade erst wieder orientieren. Ja, Communities sind doch auch weg. Nein, die Communities sind nicht weg. Die stehen schließlich unter meinem Stream immer noch. So, jetzt muss ich erst kurz rausfinden, warum Lara irgendwie meint, sie müsste von sich aus immer weiter geradeaus laufen. Okay, springen kann sie noch. Komisch, vielleicht hatte ich auch gerade irgendwie den Fokus außerhalb vom Spiel. So. Ja, natürlich. Du bist ziemlich schnell, Krokodil. Ich wollte mich doch nur umsehen, Mensch. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit gegen Krokos kämpfen und ich sollte mal ein kleines Medipack nehmen, aber wir haben noch 11 Stück. So, irgendwie sieht es hier so aus, als ob es da nicht weitergeht. Oh, da hinten ist schon ein Gorilla. Das ist ja schön zu wissen, dass uns da was erwartet. Zitronenfett hat Hunger. Zum Glück ist eine kluge Frau heute um 5 aufgestanden, nur um die Spülmaschine anzustellen, damit gleich der Kram sauber ist für Rührei mit Zeug drin. Rührei mit Zeug, wer mag es nicht? So, dann gucken wir mal da rein. Der Name des Levels mit Palast des Midas, der bringt Erinnerungen hoch. Da kann man was ziemlich lustig. Also, für Lara ist es nicht so lustig, aber. Oh, da geht's lang. Ja, sehr tierreich wieder, dieses Level. Ruhe. Oh, natürlich, und von hinten kommt der nächste. So, dann wäre hier Ruhe. Ich schätze, wir kommen hier auch nicht weiter, aber das Medipack sammle ich trotzdem mal ein. Okay, wir kommen weiter. Wer kennt sie nicht, die antiken Schiebetüren, beziehungsweise andere Art von Tür, die einfach aufgeht, wenn ich davor komme. Wahrscheinlich mit einem prähistorischen Sensor verbunden. Okay. Dieses Haus ist sehr gut eingerichtet. Es gibt immerhin einen Schalter da drin. Und es macht dieses Tor auf. Dann war es ja genau richtig. Ich habe übrigens beim Anschauen der Videos von der letzten Session gesehen, ich renne irgendwie ständig mit den gezogenen Waffen rum, aber das ist irgendwie so eine Angewohnheit, die ich irgendwie. Das klingt zumindest mal nicht sehr freundlich, was ich da höre. Ach, da ist er. Gleich zwei. Ja, es ist in Ordnung. Oh, scheiße, ich bin tot. Es sind gleich drei. Okay, es sind gleich drei. Ich würde sagen, ich fange nochmal das Level neu an. Hui. Okay, was haben wir denn an Schrotflintenmunition? 9 Stück. Das ist nicht sonderlich viel. Und Uzi.
Magnum, da ist auch noch nicht viel. Ja, dann sollte ich gu doch gucken, dass ich es mit den Pistolen schaffe. Gut. So, da kam ja, glaube ich, da kam nichts hoch. Da war nur die verschlossene Seite. Da kamen doch jetzt bestimmt die Gorillas. Natürlich. So, die beiden. Und da kommt das Krokodil. Sehr schön. Gekonnt drüber. Man sollte die Sachen immer öfter spielen, dann weiß man auch, was einen erwartet. Und dann kann man da auch. Gegen was, Herr von T? Das Whispers ist auf dem iPad ein wenig nun. Oh, tatsächlich. Ja, ich habe eine Whisper von dir erhalten. Ich kann sie gerade nur nicht angucken. Aber ich sehe es, dass in Chatty da ein Tab offen ist. Ist es was Wichtiges oder was, wo man auch nach dem Stream angucken kann, Hunter? So, da kamen doch jetzt auch noch mal zwei. Genau. Nee, nicht dran vorbeischießen, Lara. Nur über die neuen Kategorien. Ah, okay, gut. Danke, das muss ich mir dann angucken, weil nicht, dass es Mecker von Twitch gibt. Finde ich aber schön, dass man von Twitch offiziell da nicht informiert wird, aber sie einen trotzdem über jeden möglichen Scheiß, den sie nebendran machen, informieren. Ich werde ja als Affiliate schon quasi gespoilert, was Twitch vorhat, was ihr noch gar nicht wisst. Uhaha. Auch wenn es jetzt nichts wirklich ist, was man wissen sollte. So, ich speichere mal eben. Achso, da gab es doch hier, war F5, war glaube ich schnell speichern. Genau. Hä? Der hat aber schnell aufgegeben. So, waren das jetzt zwei, dann fehlt noch einer. Na los, nicht so schüchtern. So. Mal hoffen, dass das jetzt alle waren. Zack! Nein! Also, nee, das ist schon eine Weile her. Das ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Das war die Sache mit, das war irgendwas wegen Twitch Prime, dass jetzt auch Leute, die Twitch Prime haben, irgendwie Werbung angezeigt bekommen, außer sie tun irgendwie nochmal extra Geld zahlen, bla blub. Irgendwie sowas. Ach nee, doch, und dann war noch irgendwas. Was war denn das? Ich hab's ignoriert, weil es mich eh nicht interessiert hat. Aber ich krieg quasi, seitdem ich Affiliate bin, kriege ich immer mal wieder irgendwie E-Mails von Twitch. Wo ich davon ausgehe, dass das der normale User auf Twitch nicht bekommt. So, hier ist nichts. Sehr gut. Und hier ist nicht viel mehr. Irgendwie habe ich hier das Gefühl, da ist ein. Na, wo bist du? Hä, wo ist der? Gorilla! Wo ist denn der hin? Habe ich den erledigt?
Nee, ich habe ihn nicht erledigt. Aber hier liegt Munition. Komisch. Aber ich höre ihn. Er kommt, glaube ich, wieder. Jetzt habe ich ihn erledigt. Sehr gut. Ja, wir haben hier einen großen Teil des Levels, in dem recht wenig zu sehen ist. Ja, nee, ist klar. Hi Leute, ich hoffe, ihr könnt nicht auf Steine springen. Und noch ein Gorilla. Ja, Menschenskinder. Wo ist denn der jetzt wieder hin? Jetzt muss ich den Viechern auch noch nachlaufen. So, ich wollte mich doch eigentlich nur gemütlich in diesem Level hier umgucken und dann ist gerade irgendwie nix, weil ich ständig von irgendwelchen Viechern gestört werde. Hat irgendwer mitgezählt, wie viele Gorillas es schon waren? Beziehungsweise Löwen, beziehungsweise Krokodile. So haben die wenigstens, nein, die haben auch nichts bewacht. Kein Medipack, kein gar nichts. Und Fledermäuse gibt's auch. Ah, wenigstens ein Medipack. Und irgendwie hört sich so an, als ob hier irgendwas brennt. Nun gut. Ich muss ja jetzt sagen, mit dem Gorilla hat mich noch niemand verglichen. Kann ich da hoch? Okay, ich kann da nicht hoch. Schade. Ist wahrscheinlich auch zu steil, da kann sie wahrscheinlich nicht drauf stehen. So, da kann ich glaube ich auch nicht hoch, aber hier, wo ich mich gerade vor den Löwen versteckt habe, das sieht doch so aus, als ob man da. Ne, da kann man glaube ich auch nicht hoch. Kann ich das. Hubala, kann ich das benutzen, um da irgendwo hinzuspringen? Auch nicht. Gut, aber wir waren ja in dem vorigen Raum, da ging es ja noch eine Treppe hoch. Dann gucke ich da mal, ob es da irgendwas gibt. Ist ein bisschen komisch, dass man hier so ein großes Areal hat, in dem man eigentlich nur ein Medipack und sehr viele Gegner findet. Aber gut. Ich meine, vielleicht kommen wir ja jetzt hier über die Treppe ins zweite Geschoss. Ich habe so den Verdacht, dass ich ganz am Anfang vom Level irgendein. Ich speichere mal. Irgendeinen großen Teil des Levels übersprungen habe, weil da gab es doch noch einen Gorilla. Zwei Gorillas. Da gab es doch noch einen dritten Weg. Drei Gorillas. Ich komme mir vor wie Graf Zahl. Zur Sesamstraße. Heute zählen wir Gorillas. Ein Gorilla. Zwei Gorillas. Drei Gorillas. Ich würde sagen, Medipack ist mal wieder angesagt. Da ist auf jeden Fall eine Türe, die zu ist. Und da auch. Und da kann man irgendwie hinklettern. Da ist auch eine Tür, die zu ist. Tja, sehr verschlossen dieses Spiel heute. Und hier hinten sind nochmal zwei Türen, die auch zu sind. Ja, cool. Oh, da oben ist aber ein Schalter, den habe ich schon gesehen. Dann wollen wir doch mal. Achso, vielleicht wäre der andere Weg etwas besser gewesen. Mal gucken, wie man da jetzt hinkommt. Schade, das war es nicht. Dann probiere ich doch den anderen Weg. Achso, außer wir kämen hier hoch. Gucken. Nein, das ist zu steil.
aber jetzt sagt, dass das hier geht, Lara. Stell. Nein, das geht auch nicht. Ja, geil. Und das geht auch nicht. Och, Mensch. Jetzt hatte ich so die Hoffnung da drin. Die anderen hier sind auch nicht kleiner, nee. Aber wir sollten tatsächlich da hochkommen, weil... Oh, da sind sehr viele Schalter. Hallöchen, Hallöchen, Sherry. Ich habe jetzt so oft Gorilla gehört und gelesen, dass das Wort komisch geworden ist. Ich kann ja auch Menschenaffe sagen, der sich vor lauter was auch immer auf die Brust klopft. Gut, dann versuche ich doch jetzt einfach mal wieder in meiner üblichen Manier 3000 Mal an diesem Ding hier hinzuklettern. Eigentlich brauche ich auch gar nicht speichern, weil ich da ja gerade eben gespeichert habe, ist egal. Das muss doch da eigentlich funktionieren, dass man sich da dranhängt. Ich sehe hier auch keinen Block, den ich verschieben kann. Die ganzen anderen Säulen hier sind alle gleich hoch. Wenn ich auf den einen nicht drauf komme, komme ich auf den anderen also auch nicht drauf. Ich muss nur irgendwie gucken, dass ich hier so eine Art Bananenflanke lauf und springe. Ja. Springen ist schon mal die Grundvoraussetzung. Ach so, warte mal. Haha, ich kann es doch andersrum machen. Ich kann doch auch einfach von hier da drauf springen. Hä? Ach, ja, ist in Ordnung. Ich wollte gerade wieder mit der Gentaste und links, rechts hier diese Seitwärtsschritte machen, aber das geht ja nicht. Das geht, glaube ich, erst ab Teil 3 oder ab Teil 4, ich weiß es nicht. Mich erst wieder daran gewöhnen, wie die hier in dem Level springt. In dem Teil springt. Wobei ich glaube, das war bei den anderen. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte das nicht so dämlich in Erinnerung, dass sie irgendwie sehr dievenhaft ist, was das Springen angeht. Ich überlege gerade, warum kann man. Ach, da oben gibt es Medipacks, deswegen kann man dahin. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass dieses Level hier irgendwie überschwemmt ist mit Gegnern, werde ich mir das, glaube ich, doch mal eben holen. Solange ich auch genug Platz zum Anlauf nehmen habe, geht es auch. Problematisch sind immer nur die Stellen, wo ich quasi hier nur einen Block Breite habe. Weil ich da irgendwie... Ich glaube... Ach, schade. Das war die falsche Taste. Weil ich glaube, dass ich die Sprungtaste immer noch falsch verwende. Bei Tomb Raider, bei den ersten Teilen, ist es so, dass man die quasi gedrückt halten muss und sie springt von sich aus im letzten Moment ab. Das sagt sie, glaube ich, auch im Tutorial. Es ist also nicht so, dass sie sofort dann losspringt, wenn ich auf Springen drücke. Das ist ein bisschen, das geht gegen meine Intuition, aber gut. Ja. Ich wollte es nur noch mal demonstrieren. Aber nehmen wir es einfach als Hindernisparcours, um mal wieder reinzufinden, nach einer Woche Pause. Kann ich nicht eigentlich direkt von hier? Ich speichere mal und gucke, ob ich nicht auch einfach direkt von hier da drauf kann. Nein, kann ich nicht, ist zu lang. Dann laden wir doch direkt wieder. Wir laden direkt wieder. Da war ich jetzt etwas zu gierig. Och Mensch, was ist denn das?
Wir machen es langsam. Aber wie komme ich denn dann da besser hin? Wenn ich jetzt da von Säule zu Säule springe, bin ich. Ach so, wahrscheinlich kann ich dann von der letzten Säule aus direkt hoch auf die. Auf dieses Marmorwandgedöns auf der linken Seite. Ja, dann macht es hier Sinn. Das war knapp. Und da drüben ist auch noch ein Balkon. Da liegt zumindest nichts mehr rum. Aber das sind vier Hebel? Ne, das sind fünf Hebel. Okay, ich wollte gerade sagen, es sind mehr Hebel, es sind weniger Hebel als Türen. Aber dann stimmt das ja gar nicht. So, ich muss kurz mal was trinken. Denn es ist schließlich noch früh am Morgen und wenn ich jetzt schon so viel rede, geht das sonst nicht gut aus. Ich speichere nochmal. Ich weiß, ich bin ein Angsthase. Ne, nicht Angsthase, also ich bin auch ein Angsthase, aber ich habe auch keine Lust hier Stream und Let's Play ins Unendliche zu ziehen, nur weil ich zu blöd bin zum Springen. Ja, genau. Hier kommt man auch ganz einfach jetzt rüber. Sehr gut. Musik ist immer gut. Musik verrät immer, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich speichere jetzt aber aus Angsthasenprinzip mal, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich die Türen jetzt öffne. Wahrscheinlich kommen Löwen, Gorillas, Krokodile, Fledermäuse, bewaffnete Söldner oder sonstige Kreaturen heraus, die uns nichts Gutes wollen. Oder es ist ein Rätsel und wir müssen die Hebel in irgendeine bestimmte Richtung bringen. Ich kann mich an den Teil lustigerweise gar nicht mehr erinnern. So, es wäre jetzt alles gezogen. Vielleicht hat es mit den Türen auch überhaupt nichts zu tun und die sind alle nach wie vor geschlossen. Ja, okay. Dann gehen wir doch mal hier nach unten und gucken, was. Da unten ist noch ein Schalter. Ach, den haben wir schon von der anderen Seite aus gesehen. Und der wird wahrscheinlich auch nur die Tür hier öffnen. Ja, cool. Was hat uns das jetzt gebracht? Die wollen hier auch nicht aufgehen. Sehr interessant. Ich gebe noch nicht auf. Wir haben jetzt immerhin hier mal diesen Shortcut sozusagen freigeschaltet, dass wir hier nicht mehr die ganze Sprungparade machen müssen, sondern direkt hoch können. Es wäre jetzt trotzdem interessant zu wissen, was diese fünf Hebel machen. Also es kann ja jetzt nicht sein, dass ich hier irgendwie eine bestimmte Kombination von den Hebeln brauche. Da hinten kommen wir auf alle Fälle auch noch irgendwie hin, aber von der Rückseite.